Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu den Nachrichten bei Prometheus. Übertriebene Hygiene ist ungesund. Diese Hypothese haben Forscher aus Boston jetzt erstmals experimentell untermauert. Anhand von Versuchen mit Mäusen konnten sie nachweisen, dass der frühe Kontakt mit Schmutz und Keimen vor allem das kindliche Immunsystem stärkt. Ihre keimfrei gehaltenen Artgenossen litten häufig an Asthma- und Darmentzündungen, einer typischen Folge eines überaktiven Immunsystems. Ist die Körperabwehr einmal auf diese Weise vorprogrammiert, kann sie sich auch nachträglich nicht mehr umstellen. Am Tübinger Theologikum hat sich in der vergangenen Woche alles um ein Thema gedreht: Wege aus der Sucht. Die 17. Suchttherapietage der Uniklinik boten ein Forum für Experten, die Menschen aus einer Abhängigkeit helfen. Über 250 Teilnehmer besuchten die Vorträge und Kurse zu unterschiedlichsten Formen der Abhängigkeit. Die Therapietage sind ein Plädoyer für eine Verbesserung der Fertigkeiten im Bereich der Akteure, der Anbieter, ein Plädoyer an die Politik, mehr in die Suchtprävention hineinzustecken. Da ist schon viel geschehen und wir sind auch sehr dankbar dafür, dass so viel sich tut. Aber wir sehen auch den Bedarf und wissen, dass gerade in der Prävention viel gemacht werden muss. Also ist hier der Appell natürlich sehr groß. Die Organisatoren sind sich einig, mit einer frühen Aufklärung muss es erst gar nicht zur Therapie kommen. Man müsse etwas bewirken, bevor es zu spät ist. Vor allem Kommunen und Betriebe seien gefordert, Suchtkrankheiten zu verhindern. Dabei gibt es in diesem Jahr erstmalig einen neuen Schwerpunkt, die Computerspiel- und Internetabhängigkeit. Ein Suchtproblem, welches vor allem unter Jugendlichen stark verbreitet ist. Die Nachfrage bei uns nach Beratung ist enorm, und zwar die Nachfrage durch die Eltern. Und die statistischen Zahlen in Deutschland von den verlässlichsten Studien sprechen so von 4 bis 5% der Jugendlichen, die von süchtigem Verhalten betroffen sind. Und das ist schon eine relativ hohe Zahl. Es kommt dann noch eine erkleckliche weitere Zahl dazu, die gefährdet sind. Ob Alkohol, Tabak oder das Internet, jede Sucht ist behandelbar. Und wer frühzeitig aufklärt, macht die Therapie überflüssig. So die deutliche Botschaft der Tübinger Mediziner. Die Streuobstflächen im Land schwinden. Und damit auch der Lebensraum für geschützte Vogelarten. Das Projekt Life Plus des Regierungspräsidiums Stuttgart erarbeitet deshalb seit 2009 zusammen mit rund 50 Partnern verschiedene Konzepte, um die Kulturlandschaft und die Vögel zu schützen. Ein Zwischenstand der bisherigen Projektergebnisse wurde jetzt in Ehningen im Landkreis Reutlingen vorgestellt. Weil die Bäume immer weniger werden, altern sie vorzeitig. Der Pflegeaufwand und die Erntearbeit rentieren sich für viele Gütlisbesitzer angesichts des niedrigen Geldgewinns kaum noch. Eine ernste Lage für die Zukunft der regionalen Streuobstwiesen. Und auch für die heimischen Vögel, die vorzugsweise in den alten Obstbäumen nisten. Und es ist eben zu befürchten, wenn man nichts tut, wenn die Baumpflege weiterhin unterbleibt, dass diese Baumbestände eben mittelfristig zusammenbrechen und wir gar keine Bäume mehr haben. Und es sind vor allem diese alten Bäume, die eben für die Vögel sehr wertvoll sind. Und von daher ist es ein wichtiges Ziel, dass man eben die Lebensdauer jetzt auch mal dieser Bäume durch so Erstpflegemaßnahmen verlängert. Die Pflege der Bäume ist eine der wichtigsten Maßnahmen, die durch das Life-Plus-Projekt ermöglicht werden konnten. Mehr als 4000 Bäume in mehr als 30 Kommunen werden derzeit durch extra dafür ausgebildete Obstbaumpflege erhalten. Und es sollen noch mehr werden. Wir freuen uns, dass mehr Kommunen noch Interesse gezeigt haben und mehr Kommunen dabei sind als im Antrag ursprünglich vorgesehen. Und ich denke, wir haben auch gerade was Fortbildungen angeht, Wissensvermittlung, was die Bewirtschaftung von Streuobstwiesen angeht und was die Wertschätzung der Streuobstwiesen angeht, wichtige Grundlagen gelegt für die Zeit auch nach dem Life-Plus-Projekt. Das Projekt läuft zum Ende dieses Jahres aus. Bis dahin soll auch verstärkt die Werbetrommel für die Erzeugnisse der regionalen Streuobstwiesen gerührt werden. Ein Online-Einkaufsführer ist in Planung. Wichtig sei, die Öffentlichkeit vermehrt auf regionale Produkte mit naturschutzfachlichem Wert aufmerksam zu machen. Bei einer genauen Analyse von Mondgesteinsproben hat ein Team aus amerikanischen und Schweizer Forschern eine überraschende Entdeckung gemacht. Der Mond besteht praktisch aus demselben Material wie die Erde. Diese Erkenntnis wiederum stellt das gängige Modell der Mondentstehung in Frage. Bisher gingen die Wissenschaftler davon aus, dass der Erdtrabant aus einer Kollision der noch jungen Erde mit einem anderen Objekt im Weltraum hervorging. Wenn dem aber tatsächlich so wäre, müsste der Mond über eine andere Zusammensetzung verfügen. Jetzt muss die gängige Theorie überprüft werden.
Der Naturpark Schönbuch, der älteste Naturpark im Land, feiert seinen 40. Geburtstag. Mit 165 Quadratkilometern gehört die von der Regierung Filbinger eingerichtete Schutzzone zwischen Tübingen, Böblingen und Herrenberg zu den kleinsten deutschen Naturparks. Das beliebte Naherholungsgebiet schied damit als möglicher Standort für einen Flughafen aus. Der Naturpark Schönbuch ist heutzutage auch Rückzugsraum für viele selten gewordene Pflanzen und Tiere. Das Infozentrum in Bebenhausen will das 40. Jubiläum ab April mit rund 80 Veranstaltungen feiern. Das waren die Nachrichten von Prometheus, Ihrem Wissenschaftsfernsehen für Baden-Württemberg. Aktuelle Nachrichten und Reportagen aus der Wissenschaft sehen Sie jeden Tag 24 Stunden auf unserem Digitalkanal, landesweit im digitalen Kabelnetz der Kabel-BW oder weltweit im Internet unter www.prometheus.tv. Also schauen Sie mal rein. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.